Hi, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ich freue mich sehr drüber. Im heutigen Video zeige ich euch meine Foundation Routine. Ich wollte das Video irgendwie schon ewig lang drehen, aber es hat irgendwie nie gepasst, aber jetzt habe ich es mal durchgezogen. Und wie gesagt, ja, möchte euch meine Foundation Routine mal zeigen. Im Video benutze ich die von Astor, die Mattitude 16 Stunden HD Foundation. Die sieht so aus. Das hier ist die Foundation. Ich habe den Farbton, der hier nirgends steht. So steht hier nirgends, was es für eine Farbe ist. Aber es ist der hellste Ton, den es gibt. Also ich habe den in der hellsten Nuance, ich glaube Ivory oder so. Und ja, die hat Lichtschutzfaktor 22. Was bei mir bei Foundation eigentlich so, ja, zweitrangig ist. Also nachdem ich ja immer Creme benutze, die schon Lichtschutzfaktor hat, ist es mir bei Foundation nicht ganz so wichtig. Aber gut, die hat halt jetzt einen und dann nehme ich es auch. Zu dieser Foundation noch kurz, also sie mattiert. Sie soll die Poren um 70% weniger sichtbar machen. Kein Maskeneffekt, ja. Und wie gesagt, mattiert und sie ist ölfrei. Ich würde diese Foundation als einstufen mit mittlerer Deckkraft. Also sie macht wirklich ein natürliches Ergebnis. Sie klatscht eigentlich total zu. Und durch das, dass sie ölfrei ist, also ich habe Mischhaut, muss ich dazu sagen. Hier die T-Zone immer schön glänzt ein bisschen und die Wangenpartie ist dagegen immer ein bisschen leicht trocken. Dafür funktioniert sie. Ich würde sie nicht empfehlen bei sehr trockener Haut. Also ich glaube, dafür ist sie auch einfach zu trockend und zu stark mattierend. Also wie gesagt, bei meiner Mischhaut funktioniert sie noch. Ich glaube, super ist sie auch bei öliger Haut, eben weil sie ölfrei ist und wirklich auch gut mattiert. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie 16 Stunden lang mattiert, weil ich glaube, ich hatte noch nie eine Foundation irgendwie 16 Stunden drauf. Aber so ein Arbeitstag hält die gut durch und da finde ich sie dann wirklich gut geeignet. Aber wie gesagt, bei trockener Haut würde ich von dieser Foundation Abstand nehmen. Und ja, wie gesagt, mittlere Deckkraft. Ich finde sie ganz gut. Sie ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, es ist der Oberhammer. Aber ja, man kann gut mit ihr arbeiten und gut, es soll jetzt auch keine Review für diese Foundation sein, sondern eine Foundation-Routine. Ich schweife gerade ein bisschen ab, merke ich. Und ja, wie gesagt, die benutze ich im Video. Und was natürlich sehr wichtig ist, bevor man Foundation aufträgt, das Gesicht gut reinigen und natürlich auch eine Feuchtigkeitscreme auftragen. Da gehe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht näher drauf ein, weil ich habe mir überlegt, ich mache mal so ein kleines Pflegeroutine-Video, also zu meiner ganzen Pflege dann. Und ja, ich fange jetzt an und ihr werdet mich jetzt gleich komplett ungeschminkt sehen. Seid nicht zu überrascht oder schockiert. Und ja, los geht's. So, ich hatte euch ja schon vorgewarnt, das hier ist jetzt also die nackte, ungeschminkte Wahrheit. Und ja, dann fange ich jetzt an. Ich hatte euch ja gerade schon im Vorfeld erzählt, dass es sich hier um die Astor Mattitude HD Foundation handelt, die ich momentan benutze. Und ich habe festgestellt, dass ich das beste Ergebnis erziele, wenn ich diese Foundation mit den Fingern auftrage. Also ich habe auch schon mit Pinseln versucht, mit diversen. Aber ich fand alles ein bisschen unnatürlich. Also ich finde, das natürlichste Ergebnis erziele ich hier eben für mich persönlich mit den Fingern. Und wenn ihr Foundation mit den Fingern auftragt, ist klar, das Wichtigste ist, wascht euch die Hände. Aber ich denke, das weiß ja jeder. Ja, habe ich eben auch schon getan. Und wie gesagt, jetzt fange ich mal an. Bei dieser Foundation reicht mir ein guter Pumpstoß. Manchmal brauche ich noch ein bisschen mehr, manchmal auch fast ein bisschen weniger, aber da gucke ich dann, wie ich das eben beim Auftrag, wie sich es gestaltet. Also ich gebe mir hier so eine Menge auf den Handrücken und wie ihr schon seht, die Foundation ist relativ fest. Ja, und wie gesagt, ich fange jetzt einfach mal an, ich trage sie mit den Fingern auf und ich tupfe mir die einfach eben ins Gesicht und verteile die dann. Wichtig ist natürlich, das alles schön auch ein bisschen in den Hals rein zu verstreichen. Und ich persönlich finde, das geht mit den Fingern auch ziemlich flott und ziemlich gut. Also wie gesagt, für mich erziele ich einfach das beste Ergebnis, wenn ich diese Foundation mit den Fingern auftrage. Aber das habe ich euch ja gerade schon gesagt. Ich wiederhole mich irgendwie.
Ist wahrscheinlich, weil es noch so früh am Morgen gerade ist. Ihr könnt an manchen Stellen, wenn ihr denkt, ihr braucht ein bisschen mehr Deckkraft, auch ein bisschen layern natürlich, um die Deckkraft ein bisschen zu erhöhen. Aber ich versuche immer, so wenig wie möglich einfach zu benutzen, damit das Ergebnis recht natürlich bleibt. Ich finde es halt nicht so schön, wenn man wirklich auch sieht, dass jemand eine dicke Schicht Make-up im Gesicht hat. Gut, man ist mir auch schon passiert. Ich habe mich auch schon geschminkt, stand dann im Büro in der Toilette vorm Spiegel und dachte mir, Mist, was habe ich heute Morgen getan? Also, es passiert. Aber wie gesagt, ich versuche wirklich immer so wenig wie möglich aufzutragen und es wirklich gut einzuarbeiten. So, und ihr seht schon, die Deckkraft ist wirklich nur mittelmäßig. Also man hat, ich finde, es sieht immer noch natürlich aus. Man sieht nicht zu sehr zugekleistert aus, was ich echt gut finde. Und ja, ich finde, es ist ein gutes Alltags-Make-up. Jetzt brauche ich noch ein bisschen was. Was ich nämlich auch immer tue, ist, ich gebe mir das auch ein bisschen auf die Lidpartie. Ich weiß, da kann man drüber streiten, ob man das jetzt tut oder nicht. Ich tue es, weil ich einfach dann dadurch schon mal mein Lid schön vorbereite. Und ich habe bisher noch keinen Primer für das Lid gefunden, das wirklich diese Äderchen hier verdeckt, die man ja einfach trotzdem hat am Auge. Seid hier natürlich, wenn ihr das macht, besonders vorsichtig mit der dünnen Augenpartie. Aber wie gesagt, ich habe noch keinen Primer gefunden, der mir das wirklich so gut abdeckt, wie wenn ich halt einfach ein bisschen Foundation drauf gebe. Und ich mache das immer. Und habe da noch nie irgendwie einen negativen Aspekt entdeckt. Wie gesagt, manche tun es nicht. Da kann man sich, glaube ich, echt streiten. Ihr seht jetzt schon, das Gesicht wirkt gleich ebenmäßiger und einfach auch ein bisschen besser. aber ich habe auch einfach ein paar noch rote Stellen hier am Kinn und hier um die Nase herum, wo ich dann gerne auch noch Concealer benutze. Momentan ist das der von MAC, der Studio Finish Concealer in NC15. Der ist relativ hell, aber ich brauche den momentan so hell. Und ich benutze dazu einen ganz einfachen Concealer-Pinsel von Eco Tools, ist der. Und damit decke ich jetzt einfach noch so ein bisschen die Stellen ab, die einfach durch vorangegangene Pickel in der Vergangenheit gerötet sind. Ich finde den Concealer super gut, den kann ich euch echt empfehlen. Ich weiß, er ist leider ein bisschen höherpreisig, aber er deckt gut ab, er hält und ich finde den wirklich super. Und das Gute ist, es gibt ihn auch in wahnsinnig vielen Farbschattierungen und geht einfach mal, wenn ihr auf der Suche nach einem guten Concealer seid, geht mal zu MAC und lasst euch da mal das ein bisschen beraten. Der ist nicht geeignet für unter die Augen. Also gebt den, wenn ihr euch den holen wollt, irgendwie ja nicht unter die Augen, weil er dafür viel zu stark und pastig irgendwie ist. Also da raten die einem aber dann auch am Counter davon ab, sich den unter die Augen zu geben. Das ist wirklich nur ein Concealer, den man im Gesicht verwenden sollte. Dann hier an der Seite von der Nase habe ich auch immer so ein bisschen Äderchen, die ich jetzt nicht ganz so prickelnd finde. Deswegen ein bisschen Concealer. Bisschen Concealer. Hat noch keinen geschadet. Ein bisschen. So. Okay. Dann habe ich als nächstes, nehme ich dann jetzt meinen Puder. Ich muss es trotzdem alles noch ein bisschen mattieren. Also ich finde, man sieht das, denke ich, auch in der Kamera, dass es einfach hier die T-Zone ein bisschen glänzt. Und das mag ich wirklich nicht so gerne. Deswegen fixiere ich das alles jetzt noch mit meinem Gesichtspuder. Und zwar nehme ich momentan von Catrice den All Matte Plus Powder, Shine Control Powder. Das sieht so aus. Und zwar nehme ich den momentan in der Farbe Transparent. Und der funktioniert ganz gut. Und ich trage den auf mit einem Kabuki. Das ist hier der MAC 182er.
nehmt einfach irgendeinen Kabuki, also man muss ja keinen Mac Kabuki nehmen. Und ein ganz ein Tipp, den ich euch absolut ans Herz legen kann, ist der Elf Powder Brush. Der sieht so aus, der ist total günstig, ich glaube irgendwie 3 Euro. Und mit dem lässt sich so gepresster Puder super über der Foundation einarbeiten. Also wenn ich jetzt nicht gerade Kabuki nehme, wo ich momentan so ein bisschen auf dem Kabuki-Trip bin, nehme ich den, weil der ist echt top. Und ja, ich gehe da halt einfach ein bisschen rein, nehme ein bisschen was auf und ich stört mir das jetzt nicht einfach so übers Gesicht. Da halte ich persönlich auch nicht so viel davon, sondern ich finde eher, man erzielt ein matteres Ergebnis, wenn man sich das richtig gut in die Haut einarbeitet. Deswegen mache ich das. Also ich presse das richtig so in die Haut rein und arbeite den Puder dann damit so ein. Und ich versuche auch hier nicht zu viel zu nehmen, damit es einfach nicht unnatürlich wirkt. Aber halt so, dass der Glanz einfach ein bisschen verschwindet. Auch am Kinn, um den Concealer zu fixieren. Zu guter Letzt brauche ich auch noch ein bisschen Concealer für unter die Augen. Und da nehme ich von Bare Minerals, das ist den Well Rested Eye Brightener. Sieht so aus, ist so ein loser Concealer-Puder und den liebe ich ja abgöttisch. Also wenn ihr mir schon länger folgt und meine Videos guckt, dann wisst ihr, dass ich den absolut liebe. Ich trage den auf mit einem mit dem Setting Brush von Real Techniques, mit dem das ganz, ganz hervorragend funktioniert. Und ja, euch ist aufgefallen, ich nehme keinen irgendwie anderen Concealer unter den Augen, also ich nehme wirklich nur den und das funktioniert bei mir so gut. Ich habe auch keine so starken Augenringe, muss ich sagen. Deswegen glaube ich, reicht mir das auch. Und das hat einfach jetzt den Effekt, es deckt ab und es macht halt auch, ja, durch das, dass es ja ein Eye Brightener ist, hält es gleich noch die Augenpartie unter den Augen schön auf. Und wenn ich den nehme, fühle ich mich immer gleich ein bisschen frischer und besser. Aber heute brauche ich, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich habe wenig geschlafen. Ich bin recht spät ins Bett gestern. Oh, ich glaube, habt ihr mich jetzt gesehen? Oh mein Gott. So. Ich finde, das macht schon gleich einen Unterschied. Und was ich jetzt auch noch nehme, was ich aber recht neu habe, ist ein Fixing Spray. Und zwar von Alverde. Das fixierende Spray, das hatte ich euch in meinem Drogerie-Haul neulich gezeigt. Und das werde ich jetzt verwenden, um das Ganze noch zu setten und einfach auch die Haut ein bisschen, ja, zu erfrischen. Gerade jetzt auch, wo es draußen so heiß ist, glaube ich, tut es ganz gut. Da mache ich jetzt noch den Rest meines Gesichts fertig und bin sofort wieder zurück. Tada! Ich bin fertig, habe meine Augenbrauen gemacht, Lidschatten aufgetragen, Rouge aufgetragen und meine Lippen geschminkt. Und falls euch interessiert, was ich dafür benutzt habe, zeige ich euch das natürlich noch. Und zwar habe ich als Lidschatten benutzt, heute wie auch die letzten Tage irgendwie immer, Safari von Chanel. Das ist meine absolut neue Lidschattenliebe. Ich habe dazu auch einen Post auf meinem Blog veröffentlicht mit Swatches, den verlinke ich euch in die Infobox, diesen Post. Dann habe ich heute als Rouge benutzt von NARS die Farbe Deep Throat, die wirklich wunderschön ist. Eine wirklich tolle Frühlings-Sommerfarbe. Und auf meinen Lippen habe ich dazu noch von Revlon einen Lip Butter und zwar in der Farbe Peach Puffy. Sieht so aus. Ein wunderschöner Peach-Ton. Ja, und ja, das war meine Foundation-Routine. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, mir hat es Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!